Ich glaube, Sachen, die kreativ sind, sind Dinge, die man immer wieder gern hört. Und das ist die zentrale Frage bei jedem Werbemittel. Wenn ich es gesehen oder gehört habe, würde ich es gerne nochmal hören. Dann hat es mir gefallen und ich teile es vielleicht sogar oder ich schicke es weiter. Oder hat es mich gelangweilt und mir 30 Sekunden meiner Lebenszeit gestohlen. Und Dinge, die man gern hört, die würde man immer gern nochmal hören. Und das ist ein guter Radiospot. Also man kann wahnsinnig schnell wirklich ins Gespräch kommen über Radio. Das ist, was jeder gerne möchte. Man kann berühmt werden, die Marke kann berühmt werden, der Marketingleiter kann berühmt werden, ist auch nicht unwichtig. Man könnte Marketingvorstand werden, nachdem man mal Marketingleiter war. Also es gibt schon eine Menge Argumente, aber ich glaube, grundsätzlich sind es immer wieder die gleichen Kunden, die gleichen Marken und auch die gleichen Agenturen, die es schaffen, Radio spannend zu inszenieren und vor allen Dingen Radio ernst zu nehmen und so ernst zu nehmen wie jede andere Disziplin auch und nicht zu sagen, ja Kinder, ist 4:15, mach nochmal schnell eine halbe Stunde Radio. Ich fand Philipp gerade sehr gut, den ich noch aus der Cannes-Jury kenne und deswegen ein netter und sehr inspirierender Vortrag. Und ich fand auch den Vortrag zum Thema Storytelling toll. Besonders beeindruckt hat mich, dass er das komplett frei gemacht hat. Also der Mann weiß schon, worüber er redet und ich habe wirklich noch das eine oder andere mitgenommen von ihm. Radio wird halt schnell immer so ein bisschen nebenbei gemacht und ich finde, das Mindeste, was man tun kann, ist, so einem faszinierenden Medium mal einen Tag zu widmen und wirklich auch internationale Leute reinzuholen, die mal zeigen, was geht überhaupt, damit wir so ein bisschen aus dem deutschen Radio-Ghetto mal rauskommen, was immer nur Abverkauf, Aktivierung, Sales-Promotion heißt.